ein Schauspieler sein. Oh, sieh, das ist fein, doch fällt man oft rein und das ist gemein. Mir ist das irgendwie an der Wiese gesungen worden, dass ich einmal Schauspieler werden sollte. Das heißt, eine Wiese war es gar nicht. War ein alter Kommodenkasten, wo sie nicht eingebaut, alles hatten. Doch sie sollen meine ganze Lithografie hören. Als ich geboren wurde, war ich noch sehr jung. Mein Vater war ein Ölhändler und führte ein ölendes Dasein. Als ich das Ölen sah, wäre ich am liebsten gleich wieder umgekehrt. Naja, man kommt auf die Welt, ob man will oder nicht, und liegt nun da hilflos so unter lauter fremden Leiden. Meine Eltern hätten schließlich gar nicht gemerkt, wenn ich wieder zurückkehre. Die hatten schon 12 Jungen, lauter Frieder. Zweimal Drillinge, einmal Zwillinge und viermal Illinge. Auf mich setzte man nur die größten Hoffnungen. Ich kam auf die höhere Töchterschule für Knaben. Wie ich Töpfende Lehnsaar übertreten hatte, hieß es, ich wäre nur ausgewachsen und müsste studieren. Da kam ich ans Krematorium für Musik und lernte Schatzband. Hier wurde ich aber bald als unhaltbar entlassen. Dann wurde ich aber mal Naturforscher. Da habe ich das aufgehoben, was die Leute wegwerfen. Mal habe ich auch was aufgehoben, was sie noch nicht weggeworfen hatten. Und da musste ich dann weiter studieren auf Staatskosten. Wie ich ausstudiert hatte, dachte ich mir, das Leben ist doch zu komisch. Und wurde Komiker, Komödienspieler. Zuerst war ich an mein Dasein nicht auf Rosen gebettet, denn ich lag in der Nacht über alten Überseher. Aber später nicht, da machte sich. Auch der Direktor war sehr zufrieden mit mir. Er sagte, alte Hungermann, ein Komiker sind Sie, da gibt's nichts zu lachen. Sie sind einfach unbezahlbar. Und von denen habe ich auch nie Gage gekriegt. Wir hatten auch ein feines Personal. Ei, ein Tenor hatten wir. Der sang so hoch, denn seinen höchsten Ton konnte man von unten gar nicht mehr sehen. Und ein Bassisten, sag ich ihm, der brummte so schön, der brummt jetzt noch. 2 Monate hat er noch, der Schieber. Dieses Lärm im Umherziehen habe ich aber jetzt gründlich satt. Ich hänge mich nächstens an ein altes Mädchen mit Geld. Denn dass das Geld die Welt regiert, das weiß ein jeder Mann. Und wer kein Geld im Beutel hat, ne, der ist übel dran. Drum eine Frau mit recht viel Geld ist jetzt mein Losungswort. Und wenn ich eine haben will, ich nehme sie sofort.